Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handpuppen unter der Lupe. Ich hatte schon angedroht in meinem anderen Video, dass ich noch ein anderes Quasselmonster für euch habe. Wenn euch das nicht überzeugt hat, der Oleg von Living Puppets, dann überzeugt euch vielleicht dieser nette Genosse von Living Puppets bzw. Mattes Spielprodukte. Das ist das Quasselmonster Oschli. Und was das Besondere an diesem Oschli ist, mit seinem äußerst schrägen Blick und der Zunge, die hier rausbaumelt, das zeige ich euch jetzt nochmal im Detail. Die Besonderheit an diesem Quasselwurm ist, ihr seht es schon, die etwas asymmetrischen Augen hier vorne. Das eine Auge ist etwas größer gearbeitet als das andere, aber von den Pupillen macht das nicht besonders viel her. Die sind beide gleich groß, also beziehungsweise die beiden Puppenaugen sind gleich groß. Auf dem Kopf befinden sich hier oben noch wunderbar lustige, wuschelige Haare, ungefähr so 8 cm lang. Und ja, hier vorne findet ihr eine kleine süße Stupsnase. Und was nicht zu übersehen ist, ist hier vorne die Zunge. Die Zunge könnt ihr nicht bespielen. Da befindet sich im Klappmaul kein Eingang. Was relativ lustig ist, ist, dass hier vorne noch ja, ein paar Kügelchen drin sind. Ich kann nicht sagen, aus was für Material das ist. Ich würde jetzt mal grob sagen, das wären irgendwelche Kunststoffkügelchen oder es könnten auch Körner sein aus dem Körnerkissen. Aber sehr unwahrscheinlich. Das Schöne daran ist einfach, hier ist ein Schwerpunkt und man kann damit spielen als Puppenspieler. Das Oschli kann seine Zunge im Mund irgendwie so ein bisschen so hin und her und dann landet die mal an einer ganz anderen Stelle. Also wirklich eine süße, nette, kleine Idee von der Firma Living Puppets bzw. Mattes Spielprodukte. Und da habe ich es auch gleich gesagt, nämlich das ist eine Living Puppet. So, weiter im Detail gibt es eigentlich nicht sehr viel zu sagen. Die Unterseite ist so gearbeitet, ist etwas heller als die Oberseite von der Puppe bzw. als der obere Halsbereich. Ihr seht es schon hier. Hier unten befindet sich ein Gummizug, dass die ganze Puppe auch gut am Arm dran liegt und man nicht irgendwie unbeabsichtigt rausrutscht beim Spielen. Ich gebe euch noch einen kleinen Tipp. Ich habe es auch schon bei dem Oleg gesagt, wenn ihr das Video schon gesehen habt. Beim Spielen haltet am besten hier unten noch das Quasselmonster fest. Dann geht das mit den Klappmaulbewegungen etwas besser. Ja, und das war es jetzt eigentlich schon. Was ist noch zu der Körpergröße zu sagen? Das Oschli... Kannst du mal bitte aufhören? Ich spreche jetzt gerade. Also das Oschli ist 42 cm lang, wieder gemessen von ungefähr hier oben, vom Schopfe bis hier unten hin. Kostet ungefähr ja, 19 Euro, 20 Euro, so um den Dreh. Hier oben befindet sich noch ein Zahn und ansonsten ist die Zunge leider nicht bespielbar. Das Oschli ist bis auf dieser kleine Faden, der hier im Mund baumelt, echt gut gearbeitet. Ich kann nichts daran entdecken, was irgendwie bei der Produktion nicht so optimal gelaufen ist. Ja, ansonsten finde ich die wuscheligen Haare ganz nett. Der schräge Blick ist einfach echt zu köstlich und die rausbaumelnde Zunge, könnte vermuten, kommt gerade irgendwie vom Zahnarzt und Zunge taub oder... Ich musste immer an Star Wars denken, wo der Jar Binks dann in diesen Strahl reingerät und seine Zunge auch taub ist. Das Oschli erinnert mich so ein bisschen daran. Aber jetzt zurück zu der Puppe. Ja, was ist noch zum Oschli zu sagen? Ist 42 cm lang von der Gesamtlänge, oben Kopf bis runter zum Einstieg bzw. zum Eingriff. Kostet ungefähr 19, 20 Euro, so um den Dreh. Kann man auch schon günstiger bekommen für 18 Euro. Das war es hier von dem kleinen Report von dem Living Puppet Quasselmonster Oschli. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch unter diesem Video. Natürlich freuen sich Tanja und ich auch über einen Daumen bei Facebook, bei unserer Facebook-Seite. Vorsicht, Living-Puppet.
Und ihr findet uns auch mittlerweile auf einer Website vertreten, vorsicht-puppe.de. Schau einfach mal rein. Da gibt es noch ein paar Informationen rund um unser Handpuppenspiel. Mich würde es freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinklickt hier in unserem YouTube-Channel. Bis dahin, tschüss, alles Gute, euer Hannes.